Ein Hallo von mir und ein herzlich Willkommen von eurer Mayra. Ich begrüße euch recht herzlich zur neuen Guide und zwar zu Handwerkern. Ab jetzt werde ich Level Guides machen und zwar in 5er Schritten und werde auch ganz genau erklären, wie das mit den ganzen Kommandos funktioniert. Es ist so, ich werde das Video auch unterteilen und zwar, wie findet ihr die richtigen Teile, mit welchen Webseiten kann man arbeiten, welche Kommandos brauchen wir. Das heißt, nehmt euch ein bisschen Zeit, lehnt euch zurück und ich werde euch ganz genau erklären, wie man am effizientesten in Final Fantasy XIV einen Handwerker leveln kann. Es wird jetzt keine speziellen Level Guides mehr entweder für die Klasse oder die Klasse geben, sondern ich werde es jetzt generell halten. Das heißt, ich zeige euch, was benötigt ihr. Es sieht so aus, Mayra hat jetzt ihren Goldschmied angelegt. Ich bin hier mit dem Level 15, das heißt, ihr seht hier die Zimmerer, Grobschmiedplatten. Das ist als Level 15, nur der Weber, der war Power Level Guide. Jetzt gucken wir uns an, wie machen wir das. Das Wichtigste ist einmal, guckt, dass ihr das aktuelle Gear habt. Das heißt, so wie hier, seht die Mayra, die hat sich das auch schon selbst gecraftet in HQ, dass wir eben auf eine bestimmte Kunstfertigkeit und Kontrolle kommen. Im Moment kommen wir auf 102 und 108. Das wird sie dann natürlich auch erhöhen im Zuge der Levelphase. Warum haben wir auf der rechten Seite hier noch nichts angelegt? Hier gibt es einfach noch keine. Das heißt, das früheste ist hier Level 9 für den Hals und Level 15 für die Ohrringe. Das heißt, das ist das früheste, was wir hier anlegen können. Hier müsst ihr gucken, dass ihr mit der HP immer am aktuellen Stand seid, weil jetzt haben wir im Moment 216 HP. Jetzt sieht man es. Und wir müssen gucken, dass wir hier immer den HP-Pool eben vollhalten zum Craften. Warum ist es wichtig, die Klassen parallel zu craften? Es ist ganz einfach und zwar, wir arbeiten natürlich mit den Kommandos, die man teilen kann. Wenn wir hier auf Kommandoliste gehen, sehen wir, dass wir unter Ergänzend im Moment drei Kommandos verwenden können. Ich werde euch zeigen, welche ich verwende und auch warum ich sie verwende. Also hier als allererstes nehme ich mal Nachsinnen mit. Das habe ich vom Weber. Das besagt, du beendest den Effekt von innerer Ruhe und stellst dafür HP wieder her, also unsere Handwerkerpunkte, die wir brauchen. Der Skill ist jetzt noch am vernünftigsten, zu einer späteren Phase werden wir den dann nicht mehr brauchen. Grobschmied Einfallsreichtum ist zwar recht nett, aber ich habe zwei andere mit. Im Moment bin ich auf Goldschmied. Das heißt, solltet ihr den Grobschmied leveln, dann seid ihr mit Einfallsreichtum eigentlich ein bisschen im Vorteil, obwohl es kostet halt relativ viele HP. Weiter geht's mit dem Plattner hier, schnelle Bearbeitung. Den Skill brauchen wir im Moment noch gar nicht, weil die Erfolgswahrscheinlichkeit ist echt nur 50%. Und auch wenn ich jetzt die ruhige Hand dazu tue, bringt es nicht wirklich viel. Das heißt, den Skill werden wir im Moment noch komplett weglassen. Den Goldschmied, gut, den haben wir angelegt. Da können wir nur gucken, was hat der für einen Skill. Und zwar, da gehen wir da oben rein unter Kommandos. Gucken wir bei 15, der hat die Manipulation, hätte er noch mit. Das heißt, der besagt, für die nächsten drei Arbeitsschnitte werden nach jedem Schritt 10 Punkte wiederhergestellt. Kostet aber 88 HP, also relativ viel. Wir haben ihn zwar mit, weil es eben jetzt die Klasse ist, werde ich aber nicht benötigen. Der Gerber, der hätte die Nachhaltigkeit. Der Skill ist auch okay. Für die 4 Arbeitsschritte sinkt die Belastbarkeit eben nur um 50%. Kann ich jetzt aber, da ich erst 3 habe, noch nicht mitnehmen. Den Weber, hier nehme ich jetzt nur die sorgfältige Bearbeitung mit. Den Skill auf jeden Fall. Die Erfolgswahrscheinlichkeit 100%, dass eben das Teil fertig wird mit einer Effizienz von 90%. Ist vom Vorteil, wenn ich es vergleiche mit normalen Bearbeiten, hätte man hier zwar effizient 100%, jedoch nur die Erfolgswahrscheinlichkeit 90%. Das heißt, ich verlasse mich lieber auf die 100%, dafür habe ich halt einen Ticken weniger eben bei der Fertig-Mit-Rate. Alchemist, Kunstgriff, den werden wir definitiv mitnehmen. Und zwar stellen wir 20 HP wieder her, wenn wir ein Guthaben auf dem Material. Das werden wir uns dann beim Craften ganz genau angucken, wie wir den eben einbauen und wann wir ihn einbauen. Gourmet, hastige Veredelung, ein Skill, den wir zu einem späteren Zeitpunkt noch wirklich oft benötigen werden, im Moment noch nicht wichtig, hat nur Erfolgswahrscheinlichkeit von 50%, somit können wir den auch noch nicht mitnehmen. Das heißt, die drei, die ich mitnehme, sind die sorgfältige Bearbeitung vom Weber, den Nachsinnen vom Zimmerer und den Kunstgriff, den nehmen wir auch noch mit, der ist vom Alchemisten. Jo. So, das heißt, das ist einmal die Grundvoraussetzung, mit der wir craften. Wie sieht es aus in unserem Handwerker-Notizbuch?
Der Plan ist von 15 bis 20 einmal alle diese Sachen durchzucraften. Das eine habe ich schon gecraftet. Der Rest, wie ihr seht, ist noch komplett frei. Wie gehen wir das am besten an? Und zwar, wie wisst ihr jetzt diese ganzen Materialien, wie viele wir benötigen und woher? Um das herauszufinden, wechsle ich jetzt kurz im Video auf ein anderes Hut, denn ich werde euch jetzt erklären, wie ihr das bewerkstelligen könnt. Ja, und zwar, ich bin auf der Seite craftingasaservice.com. Das ist eine ganz wichtige Seite für uns Crafter. Als allererstes stelle ich oben die Sprache auf Deutsch und dann gucken wir unter Receipt Book. Hier drücken wir drauf und so bekommen wir hier alle Rezepte, die es so im Spiel gibt. Wie funktioniert es jetzt? Und zwar, wir leveln jetzt von 15 bis 20. Das heißt, hier bei diesem Minimum Level tragen wir mal ein 15 und Maximal Level, hier stellen wir ein 20. Dann sortiert er schon mal vor und als zweites stellen wir dann hier, und zwar bei der Klasse, stellen wir ihm jetzt ein, unseren Goldsmith. Das heißt, Goldschmied, und jetzt haben wir alle diese Rezepte, die von 15 bis 20 zu craften sind. Hier könnt ihr nur einstellen, wie viel ihr angezeigt bekommt. So, und wie gehen wir das jetzt an? Und zwar, ihr seht, das sind eine Menge Teile. Wie finde ich jetzt raus, was ich brauche? Und zwar, wenn wir jetzt alles durchcraften wollen, ihr seht hier hinten dieses Plus für diesen Einkaufswagen. Wenn ich jetzt sage, ich will diesen Fledermauszahnnadel craften, diese ganzen Stirnreife, das heißt, klickt ihr einfach hier mal an und er fügt diese Rezepte hinzu. Ich nehme jetzt aber nur diese hinaus und dann hat er die alle hinzugefügt. Wenn ihr das gemacht habt, scrollt ihr wieder bei der Webseite hinaus und geht ganz rechts oben und zwar auf Crafting List. Dann bekommt ihr hier die Auswahl, was wir eben eingefügt haben. Und überall ein Stück, hier könnt ihr dann die Stückzahl einstellen. Wenn wir das haben, drücken wir auf Craft These Items. Und wenn wir jetzt gucken, kriegen wir hier eine Auswahl an allen Materialien, was wir benötigen. Das heißt hier von Ghetto, das heißt vom Sammeln weg, was diese Rohmaterialien wären. Oder eben Origin, in dem Fall Others, das heißt hier Fledermauszahn, das ist von einem Gegner. Hier, das können wir dann kaufen. Wenn wir wissen wollen wo, und zwar klickt ihr da hinten drauf, Available in one shop, und dann zeigt er uns euch, in welchen Shop bekomme ich das. Das heißt, hier könnt ihr eben gucken, welche Sachen brauche ich. Genauso wie diese Malachit, Titanit und so weiter, das sind schon Pre-Requisiting Crafting, das heißt, die sind dann schon vorgefertigt, um unsere Teile herstellen zu können. Das heißt, hier sehen wir dann eigentlich, wenn ihr es von Null weg machen wollt, müsst ihr euch das alles besorgen. Das heißt, das müsst ihr halt sammeln, das können wir kaufen. Hier müssen wir gucken, Sandstein gibt es auch für 2 Gil, und zwar bei dem Shop. Das heißt, hier kriegt ihr im Grunde eine Einkaufsliste. Darüber, wo dieses Zeichen ist, könnt ihr kaufen oder eben abbauen, so wie es er sagt. Und wenn wir hier noch draufklicken, dann würde er uns auch noch zeigen, wo es zu sammeln ist. Das heißt, diese Seite ist wirklich unerlässlich für jeden Crafter, so wie mich. Das heißt, auch für euch, ich würde euch wirklich empfehlen, diese Seite euch abzuspeichern, denn ihr findet ihr alle Informationen. Das heißt also, ich suche mir hier alles hinaus, in dem Fall, was brauche ich, um das zu craften, weil da unten ist meine Crafting List. Das heißt also, ich werde jetzt wieder ins Spiel zurückkehren, werde einmal ein paar Teile davon, also die Rohmaterialien, herstellen. Und wenn es soweit ist, dass wir zum Craften kommen, beziehungsweise ich muss gucken, vielleicht werde ich einfach aber nur kaufen, damit ich nicht zu viel Fortschritt von den XP mache. Wenn ihr es wollt, könnt ihr jetzt natürlich alles durchcraften. Das heißt, ich switche jetzt wieder um und wir sehen uns im Spiel und wir gucken uns jetzt mal die ganzen Rotationen an. So, also ich habe mir die ganzen Materialien jetzt in meinem Inventar liegen. Was wir uns noch besorgen werden, und zwar geht zur Köchin, und zwar das ist immer in den ganzen Gebieten. Und hier gucken wir jetzt nur, dass wir was für die HP bekommen. Das heißt hier einfach einen Boost, so wie dieser Frumenti, der hat zwar nur 10, aber gerade für den Anfang, für diese Levelklasse, reicht es einmal vollkommen, damit wir das haben. Wenn ihr überhaupt Staatszahler, würde ich euch vorschlagen, dass ihr euch noch das Buch Ingenieurswissen holt. Das habe ich in dem Fall nicht. Ich crafte es jetzt ohne, das heißt, ich werde nur mit dem HP, also mit dem Food craften,
dieser Firmenträger, der hat auch noch diese 3% drauf. Das heißt, ich probiere, also ich lebe es einfach wirklich roh hinunter. Und jetzt teleporte ich mich nur zu mir in die FG und dort werden wir dann anfangen zu craften. So und so bin ich jetzt in meiner FG. Und zwar hier, wir haben die ganzen Werkstätten. Das heißt, hier hole ich mir nochmal in der Werkstatt nochmal einen HP-Boost. Das heißt, jetzt habe ich jetzt 26 und werde jetzt auch noch das Buff-Futter zu benutzen und komme jetzt auf 236 HP. Okay, dann gucken wir uns mal an, wie craften wir. Wir werden von oben hinunter craften diesen Fledermauszahn. Hier, ich habe nichts in High Quality, das heißt, wir craften eigentlich von null weg. Ganz wichtig am Anfang, was wir mitnehmen werden. Ich muss mir nur mein Kommando umlegen. Ich sehe gerade, das ist falsch. Moment. Ich muss mir das ergänzende Kommando da noch holen. Hier liegt noch das falsche. So, jetzt da. Und zwar werden wir anfangen. Und zwar zuerst einmal mit der inneren Ruhe, damit wir nämlich die Stack aufbauen können. Das nächste, was wir gucken werden, und zwar, wir müssen unseren Fortschritt gucken. Was haben wir oben? Diese fertig mit. In dem Fall habe ich meine sorgfältige Bearbeitung mit. Das heißt, hier schau mal, welchen Schritt habe ich, damit ich weiß, wie viel ich eben zum Schluss dann weiterarbeiten muss. Das heißt, hier haben wir wirklich ein ganzes Stück am Weg. Das heißt, wir haben einmal drei Schritte. Mit dem nächsten wäre es dann fertig. Wir haben noch immer die Belastbarkeit und ab jetzt können wir eben an der Qualität arbeiten. Ruhige Hand hinein, dass wir ganz einfach eben veredeln können. Wir müssen natürlich auf die HP aufpassen, das heißt, wir werden jetzt einmal veredeln. Wir werden hier nochmal veredeln und ihr seht jetzt, es blinkt jetzt schon dieses Nachsinnen, das heißt, das wäre jetzt schon aktiv. Wir brauchen dann nur eben zu wiederherstellen, wir haben nur die Wiederherstellung 1, die 30 Punkte, das heißt 92 HP brauchen wir dann zum Wiederherstellen. Das heißt, wir werden jetzt nochmal veredeln, bis wir 10 Belastbarkeit haben, das passt. Wir werden jetzt wiederherstellen. Haben immer noch eine ruhige Hand, das heißt, wir können nochmal veredeln. Haben jetzt leider kein Gut bekommen. Ihr seht, die Veredelung ist auch schief gegangen. Das heißt, wir haben 70% und ruhige Hand 20, das heißt 10% Chance, dass es schief geht. Jetzt haben wir immer noch Belastbarkeit 30. Wenn wir ruhige Hand investieren, haben wir Nummer 32, das heißt, das zieht sich dann ab. Das heißt, jetzt ist schon der Zeitpunkt, denn wenn wir gucken beim Kommando, also beim Charakter, die Kontrolle ist jetzt erhöht. Warum? Ganz einfach, weil wir hier diese 4 Stack innere Ruhe schon haben. Das heißt, wenn ich jetzt nachsinne, dann geht die Kontrolle wieder runter und ich stelle aber HP her. Und das werden wir jetzt in diesem Fall tun, weil ich bin jetzt schon ziemlich, wenn ich die 22, obwohl wir können probieren, zuerst mal die ruhige Hand hinein. Haben wir gut bekommen. Okay, wir haben sogar einen gut. Das heißt, jetzt können wir den Kunstgriff verwenden. Können nachsinnen. Haben jetzt 62 HP wiederhergestellt. Wir haben noch 3 ruhige Hand. Und ihr seht, die Kontrolle ist jetzt wieder hinuntergegangen. Jetzt können wir wieder veredeln. Können noch einmal veredeln. Wir hätten jetzt zwar noch einen Kunstgriff, aber wir haben nur mehr 10 Belastbarkeit. Das heißt, jetzt müssen wir mit der sorgfältigen Bearbeitung abschließen. Wenn wir gucken, wir kriegen extra Routine dazu. Das heißt, hier seht ihr, wir haben jetzt plus 269. Erstens, wir haben es einmal neu hergestellt, das sind diese 1800. Und eben, weil wir veredelt haben, haben wir eben das so jetzt die HP, die XP dazu bekommen. Das gucken wir uns jetzt bei dem Prunkstab nochmal an. Das heißt, hier müssen wir jetzt wieder aufpassen. Wir haben hier 70 Belastbarkeit, 99 fertig mit. Das heißt, hier müssen wir jetzt wieder gucken. Synthese. Wir schauen uns wieder an den Fortschritt. Sorgfältige Bearbeitung. Und ihr seht, jetzt haben wir nur 17. Das heißt, das ist ein ewig langer Weg. Und das ist halt am Anfang dieses Problem. Das heißt, ihr könnt jetzt schon entweder die innere Ruhe reintun oder später. Wir haben jetzt sogar Exzellent. Das heißt, leider können wir den nicht nutzen. Das ist ein Risiko, wenn ich jetzt veredel. Und wiederherstellen, Kunstgriff bringt nichts, weil ich habe noch keine HP verbraucht. Das heißt, ich werde jetzt einmal innere Ruhe reintun. Sollte gut kommen, dass wir wiederherstellen können. Wenn jetzt einmal weiter bearbeiten mit der sorgfältigen Bearbeitung. Ich mache das jetzt nicht mit der Maus, sondern mit dem Controller. Immer gucken, wenn der Ball rot ist, dann haben wir gut. So, jetzt haben wir 85. Das heißt, mit dem nächsten Schritt wären wir fertig. Was wir jetzt machen können, ist, wir können jetzt gleich mal wieder herstellen, dass wir 30 Belastbarkeit zurückbekommen.
haben jetzt 126. Und jetzt haben wir Zeit zum Veredeln. Das heißt, wir werden die ruhige Hand hineintun. Und werden jetzt Veredelung drücken. Das heißt, jetzt gucken wir, dass wir Qualität machen. Jetzt hätten wir gut. Jetzt habt ihr die Wahl. Entweder ihr riskiert es. Das heißt also, ihr veredelt aufs Gut. Oder ihr nehmt den Kunstgriff. Das heißt, wir stellen wieder 20 HP her. Ich werde es jetzt so probieren, ich werde es veredeln und gucken, ob der Schritt mit gut geht. Und es ist auch, das heißt, und hier seht ihr, haben wir gleich 111 von diesem Fortschritt. Das werden wir jetzt haben wir 30, 70, haben 86. Das heißt, wir werden jetzt einmal noch veredeln. Werden jetzt nachsinnen. Schauen wir mal, wie weit wir hochkommen. Haben 82. Das heißt, jetzt müssen wir den auf jeden Fall noch machen, weil wir haben leider keinen Kunstgriff bekommen. Das heißt, ihr seht, desto mehr HP, desto besser wäre es natürlich für die ganze Zeit. Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als die sorgfältige Bearbeitung zu machen und abzuschließen. Passt. Und das sind wieder 2408. Was wir jetzt noch gucken werden, und zwar, was ihr in jeder Levelphase macht, guckt in euren Timer, was ihr bei den Liefereinsätzen abliefern könnt. Das heißt, hier jetzt in dem Fall Messing. Armbänder könnt ihr heute abliefern. Das heißt, wenn ich die herstelle, werden wir die gucken, dass wir sie abliefern. Wir werden jetzt weiter craften. Das heißt, ich probiere jetzt einmal diese Messing-Armbänder, die werden wir später machen. Vielleicht gucken wir, dass wir es in HQ fertig bekommen. Das heißt, ich werde jetzt ein paar Sachen noch weiter herstellen, werde jetzt einmal weiter craften und wir sehen uns dann, wenn ich hier schon wieder ein Level gemacht habe, beziehungsweise sollte ich alles durchgecraftet haben, wie weit wir am Ende gekommen sind. So, wir haben gerade den Level Up gehabt auf Stufe 16. Dann gucken wir jetzt, was wir hier haben. Wir jetzt ein bisschen ein leichteres, in Anführungszeichen, Rezept als vorher. Haben wir 67. Das heißt, eins crafte ich nochmal mit euch. Gucken wir mal, wie weit wir hier diese HQ-Rate jetzt mittlerweile in die Höhe bekommen. Das heißt, hier mache ich jetzt erstmal meinen ganzen Weg. Habe die innere Ruhe, habe ich schon aktiviert. 17, das heißt, mit dem nächsten ist es fertig, also kann ich jetzt dann reinarbeiten. Da ich jetzt auf 40 bin, kann ich jetzt eigentlich schon wieder herstellen, dass ich meine 70 habe und dass ich eine Chance vielleicht auf einen Kunstgriff oder auf ein Gut bekomme, also ruhige Hand hinein. Und jetzt gucken wir mal, dass wir nur veredeln. Gucken wir mal, wie weit wir das hinaufschaffen. Natürlich müssen wir immer einen Mittelweg finden, so wie jetzt haben wir zum Beispiel den Kunstgriff. Das heißt, den können wir mitnehmen. Sind jetzt auf 70. Wenn wir jetzt nachsinnen, hätten wir noch mehr. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall mal nachsinnen, dass ich nämlich die ruhige Hand auffrischen kann und habe jetzt genug Zeit. Wir haben sogar gut. Das heißt, jetzt veredel ich und gucke, dass ich vielleicht hier noch ein bisschen Qualität schaffe. Das heißt, eine noch. Gucken wir mal, wie weit der hochgeht. Das heißt, jetzt bin ich bei knapp der Hälfte und jetzt können wir leider nichts anderes mehr machen, als einfach mit der sorgfältigen Abschließung gucken. Vielleicht mit Glück wird es ja HQ. Ist es nicht, aber ich habe 2500, das heißt, hier seht ihr der Weg. Hier habe ich schon wieder 7400. Und das craften wir jetzt durch. Hier habe ich sogar jetzt in HQ. Schauen wir uns den noch gemeinsam an. Vielleicht schaffen wir den ja auf HQ. Ihr seht, mit 4% beginnen wir. Das heißt, hier machen wir dasselbe die innere Ruhe gleich mal rein. Damit wir nämlich bei einem Gut können wir einfach mit dem Kunstgriff wiederherstellen. Werden wir jetzt einmal bearbeiten, das ist 17, das bleibt gleich. Können wir einmal noch machen. Ah, jetzt habe ich es gut versäumt. Ja, mein Fehler, hätte ich können wiederherstellen. Mit 17, das ist das nächste, ist fertig. Das heißt, jetzt können wir die ruhige Hand hineintun. Können wir mal veredeln. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich wiederherstellen. Das müssen wir auch noch machen. Jetzt den Kunstgriff, den nehme ich mit. Baue jetzt meine HP auf. Werde jetzt wiederherstellen. Das heißt, ich habe jetzt wieder 50 und ihr seht, ich habe immer noch Platz. Ich habe nur eine ruhige Hand, dass ich einmal Veredelung drücke. Jetzt habe ich gut sogar einen Kunstgriff. Jetzt, das ist nicht schlecht. Da stellen wir echt viel wieder her. Eine ruhige Hand rein und wieder veredeln. Das heißt, wir können hier noch locker dreimal veredeln. Der ist schief gegangen. Einmal noch. Jetzt haben wir 17, jetzt hätten wir gut, den hätten wir vorher gebraucht. Und jetzt werden wir mit sorgfältiger Bearbeitung abschließen. Und auch super, wieder gut von XP her.
Okay, das heißt, die craften wir jetzt einfach hier weiter. So, also wird das letzte hergestellt. Also bis auf den Tonwettstein und unten die Krähenfliege. Die zwei habe ich nicht hergestellt, der Rest ist alles fertig. Jetzt bin ich bei Goldschmied Level 17. Das heißt, hier, jetzt haben wir mal alles durchgecraftet und haben uns mal das Ganze mitgenommen. Was wir jetzt gucken werden, und zwar gehen wir als allererstes, gehen wir eben zu den Lieferansätzen und hier diese Messing-Armbänder. Muss ich gucken, die muss ich noch craften, die habe ich noch nicht gecraftet. Messing-Armbänder. Und jetzt die hier oder die drunter? Muss mal gucken. Messing-Armbänder, diese hier. Das heißt, die brauchen wir zum Craften. Gucken wir, ob wir die vielleicht in einer besseren Qualität schaffen. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier den Fortschritt machen. Schauen wir uns das an. Haben wir da innere Ruhe noch rein vorher? Sollten wir gut haben? Ja, genau. Dann nehmen wir den gleich mit. Können wir nämlich aufbauen. Hier sind wir wieder voll. Dann haben wir die innere Ruhe wieder gewonnen. Können wir nochmal sorgfältige Bearbeitung machen. Das heißt, mit dem nächsten Arbeitsschritt werden wir fertig. Jetzt ruhige Hand rein. Werden wir mal veredeln jetzt. Exzellent. Na, wenn der gut geht, dann haben wir echt einen riesen Schritt. Ja, super. Das war jetzt wichtig. Der war sehr gut. Dann werden wir gleich wiederherstellen. 30 können wir wiederherstellen, damit wir hier nicht drunter kommen. Können wir nochmal veredeln. Die ruhige Hand ist aus. Das heißt, wir können wieder ruhige Hand hineintun. Wir werden einmal noch veredeln. Jetzt sind wir auf 10, wenn ihr guckt. Und jetzt werden wir nachsinnen. Haben jetzt wieder HP zurückbekommen. Haben immer noch die ruhige Hand. Können jetzt nochmal veredeln. Zweimal. Und dann schließen wir ab. Und wenn wir Glück haben, dann ist er HQ. Und wenn wir den in HQ abgeben könnten, dann wäre das natürlich der Hammer. Jawohl. Super, das heißt, wir haben jetzt schon HQ gecraftet zum Abgeben. Das heißt also, wir teleporten uns jetzt zur staatlichen Gesellschaft und werden einmal eben diese die Messing-Armbänder abgeben und gucken, wie viel XP das bringt, weil da kann man nämlich ganz schön viel XP machen, wenn man das nämlich immer abgibt. So, somit sind wir bei der staatlichen Gesellschaft von Myra und werden hier die Liefereinsätze erledigen und wenn wir gucken, hier eben die Messing-Armbänder, die werden wir in HQ abgeben. Sie sind zwar halt leider nicht mit Stern, aber das macht nichts. Wir werden die hohe Qualität abgeben. Das heißt, das sind jetzt 16.000 gleich mal. Und ihr seht, das war schon unten ein Riesenschritt. Wenn wir hier zum Beispiel, hier ist ein Stern dabei, das wäre für einen Grobschmied, wenn wir die abgeben würden zum Beispiel. Die habe ich zu einem Inventar. Aber ich weiß nicht, ob es dann schon rechnet. Lassen wir es lieber sein. Bei Stern bekommt ihr nochmal doppelt so viel. So. Jetzt sind wir hier jetzt bei Stufe 17 angelangt. Wie geht's weiter? Ganz einfach die restlichen Level, den wir machen bis 20. Jetzt haben wir ja hier alles durchgecraftet, haben auch besprochen, wie es funktioniert. Den Rest werden wir mit Freibriefen machen. Und zwar hier schlage ich euch auch vor, verwendet die Crafting as a Service. Das heißt, hier gucken wir jetzt einmal zuerst zur Abenteurergilde und hier werden wir gucken, welche Aufträge sie für hat und welcher am meisten bringt. Ja, ganz wichtig ist natürlich auch, dass ihr auch zu der Abenteurergilde geht, wo die Gilde des Handwerkers ist, so wie beim Goldschmied eben in Uldar. Und zwar hier, wenn wir jetzt gucken, Freibriefe, Fertigungserlasse, bei hier Warenmuster, wenn wir gucken, das seht ihr hier, ich zeige es mit der Maus, hier steht schon 1 von 1, das heißt, das, was wir jetzt mittlerweile gecraftet haben, können wir auch abliefern. Das heißt, wenn ihr euer Buch eben fertig craftet, dann könnt ihr auch gleichzeitig diese ganzen Freibriefe abschließen. Das einmal zum ersten Mal. Und dann gucken wir uns an, so wie der bringt am meisten von den Messingringen, werden wir dann eben noch ein paar herstellen. Das heißt, hier nehmt ihr einfach die höchsten an. Und wie wir sehen, die sind jetzt schon alle grün. Das heißt, hier laufen wir gleich mal raus. Und hier ist eigentlich relativ einfach. Hier müssen wir zum Rohrich. Da können wir zwei gleich abgeben. Das heißt, hier könnt ihr dann einfach hin und her laufen. Und bei dem einfach diese Muster, also die Items einfach abgeben. Den habe ich fertig, die Handwerker, die kann ich abgeben, die liegen zu meinem Arsenal, aber das ist, weil sie falsch liegen, das heißt, hier kann ich das mal abgeben. Haben wir jetzt schon mal gelevelt.
haben jetzt solide Veredelung 2 erlernt. Der Skill ist dann jetzt auch ganz wichtig. Und hier, Messingring, den können wir auch gleich abliefern. Haben noch einmal 12.000 Routine bekommen und sind schon, ja, wieder Level 18, ein Drittel. Und das Letzte, was wir machen werden, den werden wir noch abliefern. Und wenn wir den abgeliefert haben, dann sehen wir uns wieder, wenn ich wieder in der Abenteurer-Gilde bin, weil dann hören wir uns den nächsten Auftrag und dann zeige ich euch, wie wir den craften, weil wir mittlerweile ein Kommando dazu bekommen haben. So, wir haben den abgegeben und sind jetzt zurück wieder hier beim Freibriefaussteller. Ich habe nur am Weg retour noch was gecraftet, und zwar die Messing-Anwendung des Handwerks, HP plus 17, das heißt, ich habe jetzt 233 ohne Buff-Food. Und wenn ich jetzt noch das Buff-Food dazu gebe, oh, wo ist es denn? Da oben ist er. Dann komme ich jetzt auf 243 ohne FG-Buff. Wenn ich mir den auch noch hole, dann ist es besser. So, wenn wir jetzt hier gucken bei den Freibriefen, jetzt ist auch ganz wichtig, dass ihr immer guckt, welche ihr macht. Und zwar diesen Sonnenstein-Messing-Arm-Stirnreif wäre zur Verfügung. Oder eben hier der Messingring. Wenn ihr den Messingring macht, dann könnt ihr hier gleich immer hinausgehen, also Teleportkosten sparen. Es ist halt hier, sehen wir auch, der bringt halt einen Ticken mehr XP. Ihr müsst ja halt gucken auf die Rezeptschwere. Es ist halt Messingring oder eben dieser Sonnenstein. Gucken wir mal rein. Der Messingring hat 20. Und dieser Sonnenstein, der hätte nur 18. Also hier tendiere ich dann doch dazu, dass ich den oberen nehme, weil er halt um 2 Level leichter ist als dieser hier. Das heißt also, hier könnte man, wenn wir Glück haben, mit diesem Sonnenstein Messing Stirnreif, könnte man vielleicht ein, zwei in HQ schaffen. Also werden wir mal das annehmen. Fertigungserlass, eben dieser Sonnenstein Messing Stirnreif, nehmen wir den mal an. Jetzt gucken wir uns das an, wie wir den craften. Ich bleibe jetzt hier ohne FG-Buff. Also den Sonnenstein-Messing-Stirnreif. Denn wir haben ja ein Kommando dazu bekommen. Als erster werden wir mal wieder hineingeben, die innere Ruhe. Jetzt haben wir schon Gut bekommen, so wie ich gesagt habe. Beim Gut werden wir gleich mal hier Kunstgriff nehmen. Was haben wir dazu bekommen? Solide Veredelung. Hier haben wir Effizienz 125 bei 80% Wahrscheinlichkeit. Mit ruhiger Hand die 20%, also 100. Also der geht 100% gut auf der ruhigen Hand, kostet aber mehr HP. Deswegen müssen wir gucken, dass wir hier genug HP haben. Also wir haben jetzt die innere Ruhe und gucken jetzt mal, dass wir oben mit der soliden Bearbeitung den Weg machen. Das heißt, ihr seht, jetzt haben wir schon 21 Fortschritt. Durch den Level, den wir jetzt schon haben, haben wir auch schon mehr Fortschritt. Wenn jetzt 21 dazu rechnen, sind wir noch nicht fertig. Das heißt, ich kann einmal noch dazu. Und im nächsten Schritt werden wir fertig. Was wir jetzt machen werden ist, und so, wir können gleich wieder herstellen die 30, damit wir 70 Punkte voll haben. Weil dann brauchen wir nicht auf der ruhigen Hand, brauchen wir da nicht wechseln. Und ab jetzt eine ruhige Hand hinein. Und jetzt haben wir genug HP, dass wir einmal solide Veredelung machen. Können noch eine solide machen. Wir sehen, das sind immer 32. Jetzt müssen wir jetzt schon aufpassen. Wir haben nur mal 65 zur Verfügung. Wenn wir einen Kunstgriff bekommen, können wir zu 20 wieder herstellen. Aber ich tendiere jetzt doch dazu, dass man eben mal jetzt nur veredelt. Einfach um auch HP zu sparen. Okay, jetzt haben wir einen Gut bekommen, haben nur 2 ruhige Hand. Das heißt also, ich kann einmal entweder den Kunstgriff herstellen. Ich rechne es jetzt nur gerade durch. Er bringt mir aber nichts, weil ich am Ende nicht noch eins verwenden kann. 18 ist 36. Mit Nachsinnen geht's. Okay, dann lassen wir den so wie er ist, auf Gut. Werden jetzt noch einmal veredeln auf Gut, vielleicht geht, also der ist gut gegangen, sehr schön, eine ruhige Hand haben wir noch, werden noch einmal veredeln. Jetzt haben wir noch einen Schritt, das heißt, jetzt werden wir nachsinnen, haben wir gut, und jetzt, es ist halt Risiko, obwohl wir könnten eigentlich wieder herstellen, das sind 76 dann. Und dann gehen sie hier, dann geht sie ruhige Hand und eine solide aus. Okay, dann werden wir einfach, damit es schöner wird, ein Kunstgriff. Eine ruhige Hand normal. Können jetzt nämlich hier noch einmal solide Veredelung machen. Und haben jetzt 21%, 600 von 900 und müssen jetzt mit sorgfältiger abschließen. Dann gucken wir mal. Ach, der wurde noch normal. Okay, das heißt, wir haben mal einen. Wir brauchen aber eben mehr als einen. Das heißt, wir probieren es gleich nochmal gemeinsam. Ihr seht also auch ich. Man muss halt hier wirklich am Anfang wirklich jetzt schon craften.
drückt nicht nur Eilsynthese, sondern versucht wirklich, das zu craften. Und hat die innere Ruhe als erster reintun. Und wir die sorgfältige Bearbeitung so weit, dass wir ihn nicht abschließen. Super, mit dem nächsten schließen wir ab. Das heißt, jetzt können wir gleich mal wieder herstellen. Wird jetzt ein gut kommen, könnt ihr jetzt Kunstgriff machen. Wir haben noch keine ruhige Hand. Aber jetzt ruhige Hand rein. Auf ein gut. Boah, das tut weh. Aber wir... brauche ich die? Ne, machen wir solide Veredelung, weil die geht ja 100% gut. Das heißt, hier können wir jetzt schon einen Fortschritt machen. 79. Können noch eine zweite machen. Jetzt würde ich aber keine dritte mehr machen, sondern jetzt steigen wir um auf die Veredelung. Jetzt haben wir gut. Werden Kunstgriff machen. Werden jetzt gleich noch einmal eine solide machen, weil wir haben noch eine ruhige Hand. Das heißt, hier seht ihr, hier müssen wir jetzt ein bisschen einen Fortschritt haben. Okay, haben wieder ein gut, also wieder Kunstgriff. Jetzt werden wir auch gleichzeitig noch nachsinnen. Damit wir hier einfach die ruhige Hand wieder reintun können. Können jetzt einmal solide machen. Eine normale Veredelung. Haben noch 4 Rest-HP. Ach, gut. Aber es geht sie leider nicht mehr weiter, wir haben nur eine Belastbarkeit. Also jetzt müssen wir eh abschließen. Das bringt gar nichts, das Gute jetzt mitnehmen. Und wieder normaler. Also ihr seht, so muss man sich halt rantasten an diese HQ. Und wenn man ein bisschen Glück hat, dann funktioniert es halt auch, dass wir einen HQ rausbekommen. Dann werden wir noch gemeinsam craften. Eben, dass ihr auch dieses System seht, wie crafte ich einfach, wie denke ich beim Craften. Und natürlich, es macht auch Sinn, ja, bei Level 18 schon versuchen, zu HQ zu craften. Denn wenn man HQ abgibt, erspart man sich halt einfach viel. War nachher gut. Das ist brutal. Ihr könnt jetzt auf Risiko eine Veredelung machen. Aber ich lasse es gut einfach vorübergehen. Und werde jetzt anfangen eben mit der Qualität am Arbeiten. Okay, ruhige Hand rein. Machen wir zweimal die solide. Aufs Gut sogar dann noch einmal. Werden jetzt nur normal veredeln. Nochmal. Aufs Gut. Okay, das ist jetzt. Ja, bleibt mir nichts über. Also ich könnte jetzt zwar einen Kunstgriff, aber es bringt mir gar nichts. Ich werde den jetzt auf Risiko nehmen. Ich hoffe, dass er gut geht, weil wir haben eine 10%ige Chance, dass er fehlt. Dass er daneben geht. Ja, natürlich. RNG, danke. Wenn wir nachsinnen, gucken wir mal, wie viel haben wir? 50. Also können wir ruhig noch einmal die ruhige Hand rein. Haben hier immer noch eben 2 Schritte frei. Werden einmal noch veredeln. Nutzt es ruhig aus bis zum letzten Schritt, weil hier haben wir eh garantiert jetzt den Abschluss mit der sorgfältigen. Und fertig. Passt. Okay, cool. Das heißt, ich werde jetzt einmal dorthin teleporten und werde mal die 3 jetzt abgeben. 3 haben wir ja hergestellt und gucken wir mal, wo wir dann sind. So, ich habe jetzt meinen dritten abgeliefert und es geht sich nicht ganz aus. Es fehlen noch 17.000. Also 13 bringt auch Freibrief. Also wenn wir noch einen craften und wenn wir Glück haben, dann geht sich das ohne Probleme aus. Das heißt, ich teleportiere mich zurück, werde den annehmen und werde ein Stück noch craften und es müsste dann eigentlich ausgehen, dass wir Level 20 sind. So, dann nehmen wir den Freibrief mal an. Der ist es wieder. Passt mir, der bringt 13.000. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir den nochmal gemeinsam craften. Es hat sich bis jetzt natürlich an der Rotation nichts getan. Aber vielleicht haben wir ein bisschen mehr Glück. Also mal innere Ruhe rein. Machen wir mal Fortschritt. Gucken wir, ob der immer noch gleich ist, weil wir haben ein Level-Up. Jetzt sind wir bei 22, wie ihr seht. Also ihr müsst dann immer bei Level zu Level aufpassen. Und ihr seht, jetzt habe ich jetzt schon 66. Also da muss man dann echt aufpassen. Okay, ja gut. Das mag ich. Einmal gut. Dann einmal Wiederherstellung. Man kann auch Manipulation nehmen für 3 Arbeitsschritte. Aber es ist mir hier jetzt im Moment die Wiederherstellung lieber. Der kostet ein bisschen weniger, wenn wir die 6 HP bräuchten. Jetzt haben wir exzellent. Können wir aber leider noch nicht nutzen. Das heißt, leider, wir haben keine ruhige Hand und es ist mir zu risikoreich. Nehmen wir den Kunstgriff mit. Werden jetzt ruhige Hand hineintun. Und jetzt fangen wir zum Craften an. Wir haben echt guten HP-Pool jetzt. Das heißt, wir werden hier solide Veredelung machen. Nochmal die solide Veredelung. Wenn wir zweimal ja den gemacht haben, können wir ruhig einmal nur die solide Veredelung nochmal reinnehmen. Jetzt haben wir 32. Das heißt, das sind
Das geht sich sogar aus, dann können wir einen dritten machen. Ja, können wir ruhig einen dritten machen. Jetzt haben wir gut. Das heißt, aufs Gut werden wir eine Veredelung machen. Werden jetzt nachsinnen. Haben wir jetzt 48. Das heißt, wenn ich jetzt die 22 nehme, plus die 18, sind wir auf, das geht sich aus, also ohne Probleme. Also die ruhige Hand wieder rein. Können. Wenn wir gut hätten, nehmt das gut mit oder eben für solide oder macht die Veredelung auf dem Gut. Einmal werden wir den noch mitnehmen. Das heißt, jetzt haben wir 26% und jetzt werden wir mal mit sorgfältig abschließen. Passt. Cool, das sind 2700. Es wird sich, es geht sich ganz, ganz knapp, glaube ich, nicht aus. Gucken wir mal. Gehen wir nochmal ab und schauen wir, ob sich das ausgeht oder nicht. Werden wir ein Teil noch craften, wie gesagt. Man muss halt immer gucken, wo ihr, ob ihr irgendeinen Agenda-Eintrag habt oder so. Ja, warum nimmt man den nicht? Irgend so einen Agenda-Eintrag oder so, dann habt ihr natürlich auch teilweise mehr XP, das ist ganz klar. Und deswegen müsst ihr immer gucken. Die Freibriefe eben nicht zu viel vorproduzieren, sondern wirklich nur auf das, was ihr eben so circa hinberechnet. Und schließlich soll man ein bisschen materialsparend bzw. matzsparend arbeiten und es bringt nichts, wenn ihr da Material ohne Ende habt. So wie bei mir, in meinem Fall ist es egal, weil es einfach, wenn ich was brauche, dann kaufe ich mir es halt, aber wenn ihr in der Levelphase seid, dann müsst ihr echt aufpassen. So, gehen wir den mal ab und geht sich, glaube ich, ganz knapp nicht aus. Ne, es fehlen genau 1000. Das heißt, hier können wir jetzt da einfach nur ein Teil herstellen. Ich gucke nur, haben wir irgendwas? Das wird SP bringen ab 17. Die Messing-Ohrringe, die bräuchten wir sogar. Ah, SP nicht, wir brauchen HP, sorry. Haben wir irgendwelche? Ich gucke nur, ob es irgendwas Sinnvolles gibt, was man craften kann. Das ist SP. HP 16. Die könnte man, probieren wir die in HQ, vielleicht schaffen wir die in HQ. Wenn nicht, haben wir halt das eine Teil mehr. Das heißt, ihr könnt euch natürlich für euch produzieren. Ganz wichtig, immer das Gear selber craften, wenn es geht. Das sind 24, hier müssen wir schon echt aufpassen. Das heißt, das war's, wenn ich jetzt noch einen mache, dann sind wir drüber. Okay, das heißt, hier seht ihr, da müssen wir jetzt schon echt aufpassen. Innere Ruhe ist drinnen. Wiederherstellen bringt noch nicht wirklich viel. Nehmen wir mal Manipulation mit, 3 Arbeitsschritte. Könnte man mal die mitnehmen, das heißt, wir werden eine ruhige Hand reintun. Die Manipulation in dem Fall. Werden wir mal eine solide Veredelung machen. Und ihr seht, jetzt zieht er halt dreimal nichts ab. Kann ja auch gut leben damit. Aber wir haben kein Gut bekommen und deswegen geht sich das im Endeffekt nicht so wirklich aus. Nachsinnen rein. Eine ruhige Hand. Kunstgriff mitnehmen. Dann können wir jetzt auf jeden Fall nochmal solide Veredelung machen. Gut haben wir, das heißt hier nochmal Kunstgriff. Können nochmal solide. Ihr seht also, wenn man Glück hat und die kommen ein paar Mal, dann passt es. Jetzt hätten wir noch einmal gut. Naja. Läuft doch irgendwie. Auf die werden wir jetzt verzichten. Ruhige Hand können wir jetzt keine machen. Das heißt, wir werden jetzt nur normale Veredelung. Wenn es gut geht, dann haben wir gewonnen. Aber geht nicht gut. Noch einmal einen Kunden. Eieieiei. Wir haben aber immer noch Platz, ne? Einmal können wir noch. Einer auf Risiko. Einmal noch veredeln. Vielleicht geht er gut. Ja, das passt. Und jetzt abschließen mit der sorgfältigen. So, das heißt, jetzt haben wir Messingarmbänder noch hergestellt. Könnt ihr dann verkaufen. Und wir sind Level 20. Ja, das heißt, wir haben jetzt mal nachrechnen 3, 7. Ich glaube, 7 Freibriefe haben wir gebraucht und einmal das durch. Craften von diesem Handwerker Notizbuch. Und es ist okay, ihr braucht das sowieso, wenn ihr alles durchcraftet. Für den Abschluss ist es immer am besten, wenn ihr einmal alles durchgecraftet habt, auch wegen die XP, weil ihr natürlich da XP bekommt. Und das nächste, der nächste Schritt ist dann Level 21 bis 25. Okay, dann war es das einmal. Ich hoffe, das hilft vielen von euch weiter. Ich würde mich natürlich um ein Abo und ein Like und Kommentare freuen. Kommentiert ein bisschen meine Videos, dass ihr Bescheid weiß, ob das, ob ihr was anderes sehen wollt oder ob das okay ist für euch. Weiter geht's dann mit dem Level Guide von 20 bis 25. Hier werden wir dann schon genauer hinschauen, wie es sich auch verhält jetzt mit dem Gear, weil wir jetzt müssen wir wirklich gucken, dass das Gear aktuell ist, dass wir hier einigermaßen auch
Barfoot verwenden, dass wir wirklich HQ craften können. Weil jetzt wird es wirklich interessant schon, auch für euch dann am Markt Sachen zu verkaufen, für Sammler, für Handwerker und so weiter und so weiter. Jo, somit bedanke ich mich fürs Zugucken. Somit ein Tschüss von mir, ein Tschüss von eurer Mayra. Bis zum nächsten Mal.